gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Den sogenannten Anzeigenhauptmeister gibt es nun auch als Videospielheld. Kaum eine Person hat so schnell so viel Aufmerksamkeit bekommen wie der selbsternannte Anzeigenhauptmeister, der nach eigenen Angaben allein im vergangenen Jahr mehr als 4000 Verkehrssünder an die Behörden gemeldet hat. Niklas M. hat sich das Verpfeifen von Verkehrssündern als Hobby ausgesucht. Und weil seine Person durch die mediale Berichterstattung weit über die sachsen-anhaltinische Landesgrenze hinweg bekannt wurde, hat nun ein Videospielproduzent einen eigenen Anzeigenhauptmeister-Simulator gebaut. Ein auf Social Media verbreiteter Trailer rührt dazu die Werbetrommel und zeigt, auf welche Herausforderungen man im Spiel trifft. Es gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Für Windows lässt sich das Game kostenlos auf der Website der Spielebastler herunterladen. Zumindest noch so lange, wie der 18-Jährige nicht eine Anzeige gegen das Unternehmen gestellt hat.